Anrufbeantworter, Kenny drauf. Da. Guten Tag, ich lese schon mal die Nummer. Also pass auf, Kenny, ich bin deutscher DJ und ich würde gerne dein Studio mal sehen, weil ich möchte mir ein Studio aufbauen, aber die haben ja alle keine Ahnung. Ich bin überfragt. Keine Antwort. Und irgendwie kann mich 10-mal anrufen. Ihn lass nicht locker. Und am 11. Mal nimmt er ab und sagt, is that you, Francis? Und sagt, nein, Kenny, don't hang up, it's me, it's Elmer from Germany. Ah, yeah, that guy. Habe ich ihm kurz erklärt. In meinem Englisch, sehr aufgeregt, sagt er, okay, sagt er, mach ich mal eine Ausnahme, weil er war mega Celebrity in England. Ne? Ich bin nach England geflogen, er hat mich kurz empfangen, eine Stunde sowas, hat mir das Studio gezeigt, ich habe es aufgezeichnet, weil ich hatte kein Foto oder sowas. Und hat mir so ein paar Jingles gemacht, die ich heute noch habe. Der hat mir so gezeigt, wie das geht mit Cartridges und so. Hatten wir ja alles nicht. Cartridge kannten die hier nicht. Ja? Das sind die Jingle-Maschinen. Quarter-Tracks. Ja, Quarter-Tracks. Und dann hat er mir noch ein paar, hat er mir live gezeigt, wie er arbeitet, über Vocoder, über Mikrofon und dann gleichzeitig aufs Band aufnehmen, dass die Stimme so... Dachte ich, geil, wie ist das? Das ist doch klasse, so macht er das. Ja? Unheimlich schnell war der und ganz geschickt.